Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Moon im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Früher am Morgen, wir haben es 7:30 und ich bin schon aufgewacht. Oh je. Ja. Wir wollen weitermachen. Beim letzten Mal haben wir die Inselprüfung erledigt. Wir müssen gleich mal Tauros. So, und jetzt müssen wir zum Hafen. Wo auch immer der sagt. Ich habe gedacht, der Hafen ist hier oben. Okay. Und wir müssen leveln. That's eigentlich the biggest problems. Weil Lil Minip ist nämlich nicht so stark im Moment. Man sieht's. Schlaf, geh, Puder. Autsch. Boah, ist das dein Ernst. Gut, wie du willst. Es gibt nichts Schöneres, als sich morgens vorm PC zu setzen, dabei ein Käffchen zu trinken. Alter, sag mal, bist du behindert oder sowas? Fußtritt! Also die Alola-Pokémon scheinen ja echt stark zu sein. Was der an Damage austeilt, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe noch gar nicht aufgeschrieben. Yay, Level 14, wuhu! Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. 4. Robbe. Wie ist das? Liminip. Gib ich einfach Pflanze ein, weil, ja, dann weiß ich das auch. Dann haben wir noch Makuhita. Hätte ich auch alles vorher machen können. Den Mongo. Ein Dickter. Und Macholo. 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 Okay. Wow, das hat nicht mal ein Level Up, nicht mal für ein Level Up gereicht. Die Mucke ist so geil beim Reiten. Dun, 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 dun. Ja, Trankchen haben wir mehr als genug. Aber 4 KP hat Lil Minip. Lil Minip, oh Mann, dieser Name ist so behindert. Ach, scheiße. Ja, renn einmal im Kreis, Dango. Oh, Habitak. Nicht gut. Nicht gut. Wow, du hast ja viele Erfahrungspunkte gekriegt. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Dickter, ich brauche dich und deinen Arschgesicht. Würde ich mal so sagen. Yay. Ring. Oh mein Gott, meine Verteidigung sinkt. Damit habe ich kein Problem, aber ja, schöner wäre was anderes gewesen. Ich würde gerne mit Lil Minip alleine kämpfen. Wow. Dickter ist ein bisschen strong. Too strong. Too much powerful. Ich habe vergessen, Schutz zu kaufen. Alter, das macht richtig Spaß, hier so rumzurennen. Nein! Und ich renne genau ins hohe Gras. Okay. Aber wisst ihr, was das größte Problem morgens ist? Erstmal dieses, dieses Sprechfaul loswerden. Das kennt ihr bestimmt auch. Du bist wach und hast keinen Bock zu reden. Wie das halt immer so ist. Schlaf, Kindchen, schlaf. Rutsch, rutsch. Yay. Mir ist aufgefallen, als ich beim letzten Mal ja unser Nebulak trainiert hatte, was der tot ist, dass ich eine mega hohe Chance hatte, den Gegner einzuschläfern. Das war eigentlich mega cool. Medakuru. Yay. So, viele Parts werde ich aber auch nicht machen. Ich muss die Videos nämlich auch noch bearbeiten, da ich ja in Urlaub fahre. Also, ich bin schon wieder aus dem Urlaub zurück, glaube ich, wenn ihr die Parts seht, weil ich habe so viel jetzt aufgenommen. Das ist eigentlich mega gut. Eigentlich müsste ich das öfter machen, aber ja, ist immer so eine Sache mit der Zeit, ne? Nam, 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 nam. Komm, mach weiter Fund. Da kann ich mich gegen healen.
Oh, ich kann mich nicht mal ganz gegen hier. So eine Scheiße aber auch. Scheiße. Ruf jetzt keine Hilfe. Hilfe ist nicht angebracht. 2 KP geheilt. Ah! Und da habe ich jetzt einmal gar keine Lust zu. Ich muss ehrlich sagen, mir fehlt manchmal die Geschwindigkeit, ne? Also Speed. Die Speed Force. Ist das dein Ernst? Na gut, mehr Erfahrungspunkte. Du kannst auch gerne aufwachen, Lil Minip. Jetzt kriege ich hier Doppelaufweigen, super. Ja, ich muss da rausgehen. Ja, jetzt auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich eh Gesamt einsetzen sollen, dann wäre das wie schon längst tot. Egal. Nehmen wir doch Dicta, weil Dicta hat ja auch noch Erstauner. Was ich ja früher nicht so ganz verstanden habe, wenn man an Kogas Arena denkt, ne? Also der Gift-Arena-Leiter aus der ersten Generation, der hat, trifft alle, ne? Yo. Der hat in der Arena Pokémon gehabt. Die Trainer hatten Pokémon, die vom Typ Gift waren. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Oh, okay, okay. Jedem das seine, ne? Wie mein Pokémon einfach mal nicht leveln will. Alter Dicker, du hast aber echt wenig KP, ohne Scheiß. Wir sind immer noch auf dieser Insel. Auf der Suche nach dem Ziel. Bam. Und tschüss. Intensität ist schon geil, ne? Einmal fliegen, bitte. Dicta erreicht auch Level 15. Sehr schön. Und immer noch kein Level 8. Oh, ich sehe es kommen. Das wird so richtig krampfhaft werden. Du bist dreckig. So, bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Mein armes, kleines Pokémon. So, unten, 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 unten. Wo ist der Hafen? Ach, der Hafen war hier unten, da wo wir hier den Dings doch das erste Mal getroffen haben. Wie heißt der Maka noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Das klingt, als ob hier Weihnachtsmusik laufen würde. So. Oh, jetzt kann ich da sogar durch. Ich muss mir Schutz kaufen. Ich habe keine Lust, da jetzt die ganze Zeit durchzurennen. Da ist ein Tor. Weil da ein Item war. Wenn das ein Trank ist, dann schreibe ich dir nicht extra zu den Items zu, weil... zu den Kampf-Items. Weil so ein Trank hilft mir da nicht mehr so viel. Oh, diese Disco-Mucke. Uftu, 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 uftu. Danke. So, kaufen. So, Delle. Dann haben wir gleich den Hafen erreicht und können zur nächsten Insel aufbrechen. Ist ja schon mal cool, ne? So, einmal rein. Die Animation hätten wir auch weglassen können. Warum? Weil ich das sag. Im Moment hat ein Pokémon ein Item. Ein Pokémon. Ein fucking Pokémon. Ich wollte sagen, hier werden wir bestimmt keine Pokémon treffen. Ein Belieber. Yay. Ich laufe ganz am Rand und trotzdem erwischt es mich. Mich und mein Arschgesicht. So, hier unten war jetzt noch das andere Tor zum Durchgehen. So. Das sieht nach Item aus. Sternstaub. Ich hab's gewusst. Ist auch noch Item? Ich mag versteckte Items. Nein. Ja, noch ein bitte. Diese Weihnachtsmusik. Oder es klingt jetzt, ob man gerade in so einem, wie heißt denn ja mal? In so einem Dingsgedöns ist.
Oh, wie heißt das denn noch, Leute? In so einer Bar? Nein, das ist keine Bar. Das ist eher ein... Egal. Die haben unser Ziel erreicht. Oh, hübsches Boot. Ah, Tali wartet auch schon wieder. Ob dieser alte kann das wirklich übersteht, Professor? Na hör mal, diese Yacht ist nicht alt, sie ist ein Sammlerstück. Wahre Kenner würden sich darum reißen. Oh ja, ein absoluter Kahn. Ich meine Klassiker. Nun ja, es hat schon einen gewissen nostalgischen Charme. Warum schreit das eigentlich immer? Hey Danko, wir sind bereit zum Ablegen, aber keine Eile, du kannst auch ruhig noch etwas einkaufen oder ein paar Pokémon fangen. Was sagst du? Was willst du ablegen? Ja, ich will. An Bord! Jetzt ist er auch zum Captain geworden, wa? Und wir stehen vorne. Professor, Professor, leg noch ein paar Knoten zu! Wenn wir der Yacht des Professors noch mehr abverlangen, zerfällt sie... Oh, toll, ey. Du hast doch nur Angst davor, deinen Hut zu verlieren, Lilly. Kannst du dir vorstellen, wie es auf Akala aussieht? Also eigentlich ist das ja cool mit diesen Dialogen, ne? Die haben schon so einen gewissen Charme. Warte, nee, warte nicht antworten. Ein Trainer auf Inselwanderschaft findet sowas selbst heraus. Ich kann es kaum erwarten, Dango. Voll glücklich. Und das nur, weil er mit dem Boot fährt. Da ist die nächste Insel. Und gleich kommt Garados. Garados. Ganzes Schiff kaputt, aufgefressen. Immer am Weilort. So, Insel Nummer... Akala, Insel Nummer 2. Wir haben das nächste Ziel erreicht. Oder auch nicht. Doch. Der Mond sieht auch schon ziemlich cool aus, denn Kantai City. Bam. Hutzasa, jetzt wäre ich beim Ausstieg fast hingefallen. Juhu, wir sind in Akala. Hutzasa, statt Hoppala zu rufen. Sollte das etwa ein Witz sein? Na klar, Dango, du fandest das auch lustig, oder? Oh doch. Ja, oh weich. Machen wir oh doch. Sehr witzig, oh mein Gott. Und du, Professor? Oh Gott. Ditto! Die sind ja geil. Wie ich sehe, stehst du immer noch auf dem Machomai-Look. Kokoi, Machomai-Look? Ach so, Sixpack raus und so. Du hast mal erwähnt, dass du damit einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen willst. Bei mir hat's funktioniert, aber nun positiv oder negativ. Böckchen, komm zurück in meine Tasche. In die Tasche. Kein Grund zur Sorge, Lilly. Captain und König oder was? Ach, Captain und Königin. Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Myla. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin Maho, Captain aus Leidenschaft. Auf dem Weg zum Hafen bin ich zufällig auf Maho gestoßen. Hier auf Akala kennt jeder meine Prüfung, weil sie das Beste aus allen Zutaten herausholt. Okay. Und die Zutaten seid in diesem Fall ihr beiden. Vielversprechende Trainer erkenne ich sofort. Yay. Mao ist allerdings nicht der einzige Captain hier auf Akala. Was steht denn zuerst auf dem Plan? Naja, das überlasse ich den Kindern. Ist schließlich ihre Inselwanderschaft. Da hast du wohl recht. Also gut, Kinder, ich wünsche euch und euren Pokémon eine tolle Zeit auf Akala. Ich freue mich schon auf unseren ersten Pokémon-Kampf. Ich warte auf euch. Komm, Mao, gehen wir. Yay. Tschüss. Sie hat grüne Haare. Ich würde von Pflanzen-Pokémon ausgehen. Und grüne Schuhe. Das trifft es noch mehr. Oder Feen. Oder irgendwas anderes Weibliches. Typisch, Myla. Sie würde nie zugeben, dass sie sich Sorgen um euch macht, aber mich kann sie nicht an der Nase herumführen. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, eine warmherzige Inselkönigin wie sie zu haben.
Auf Akala gibt es insgesamt 3 Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die erste Prüfung sofort in Angriff nehmen wollt, geht ihr am besten über Route 4. Direkt nach Ohana. Ich werde als erstes ein Pokémon-Center suchen gehen. Was für Malasadas sie wohl hier haben? Malasadas? Ich denke, ich werde der Boutique einen Besuch abstatten. Und danach werde ich für Wölkchen wohl ein paar Nachforschungen zu den Ruinen anstellen. Level Cap ist jetzt Level 27. Wir sind auf Akala angekommen. Schau gleich in deinen neuen Insel-Pokédex. So kannst du erfahren, welche Pokémon hier auf dich warten. Nö, das mache ich nicht. Das hier ist also Kantai City, die Stadt mit Meerblick. Schauen wir uns ein bisschen um. Was haben wir hier? Der Pier. Gehen wir einfach mal rein. Nö, brauche ich nicht. Aber Leute, was mir gerade auffällt, die Zeit ist mal wieder um. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal die Stadt erkunden. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Moon im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku Senpai.